Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. Heute machen wir mal das Häuschen ein wenig winterfest. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja im Woche am Mittwoch bereits gesagt, fehlt mir im Moment die Zeit, Projekte zu machen. Aber das wollte ich euch mal nicht vorenthalten, was ich da jetzt mache. Und nachher gehe ich dann diese Krippe aufbauen. Wie das vonstatten geht, brauche ich nicht mehr zu filmen. Habe ich letztes Jahr gefilmt. Verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Dürft ihr gerne gucken, wie ich und meine Gemahlin zusammen eine Krippe aufbauen. So, und jetzt machen wir mal ein wenig Wärme im Haus. Ich zeige euch erstmal, was ich da machen muss. Von der Beleuchtung her ist es natürlich im Moment ein wenig unangenehm für euch, aber in diesem dunklen Keller hier geht es nicht anders. Ich habe hier ein uraltes Fenster, uralt in Anführungszeichen. Das hat ein Fensterglas. Vor dem Fensterglas ist dann noch so ein Mäusegitter oder wie immer man das nennen will. Und das hält nicht unbedingt richtig Temperatur ab und darum habe ich mir da eine Vorrichtung gebaut, die ich jetzt davor setze. Und jetzt hier wieder in den helleren Gefilden angekommen, zeige ich euch mal das Brettchen, was davor kommt. Das ist einfach nur Bretter mit ein wenig Brandmalerei verziert und geölt. Und die ganze Konstruktion habe ich dann mit Latten ein wenig aufgelattet und Styropor dahinter geklebt, die ganze Konstruktion dann auch beschriftet, damit ich weiß, welches Fenster wohin gehört, also welches Brett für welches Fenster ist, weil die sind nicht alle gleich. Das ganze System hat sich dann über die Jahre hin, ich glaube vor sechs Jahren habe ich das Ding gebaut, also es hat sich wirklich bewährt und im Keller haben wir bei Minusgraden meistens noch um die 12, 13 Grad Wärme. Also es bringt einen ganzen Haufen. Gut, dann bauen wir das Ding mal ein, weil das ist mal kein Hexenwerk. Ich brauche einen Akkuschrauber mit dem passenden Bit. Die Schrauben liegen im Keller. So, dann passen wir das Ding mal ein. Da ist der Pfeil für oben. Und jetzt von innen festschrauben. Und zum Festschrauben mache ich dieses Eisengitter zu. Anschließend, wenn die vier Schrauben drin sind,
mache ich das Glasfenster wieder dicht. Und das Ganze dreimal. Ist noch nicht wirklich schön, aber das kommt auch noch. Die anderen beiden Fenster sind am Weg. Und da sieht es so aus. So. Das war mal die Geschichte von der Abdichtung des Hauses. Ich könnte mir auch hochmoderne Fenster einbauen, aber das System funktioniert auch, zumal im Sommer die ganze Zeit die Fenster offen stehen. Also das Glas ist offen, nur das Gitter ist davor, weil nämlich da ein Mutterbodenkeller drunter ist. Also der ganze Boden ist erdreich, da ist kein Beton drin. Und dementsprechend habe ich eine gewisse Raumfeuchte, die nach irgendwohin abgeführt werden muss. Also für den Winter geht's, aber im Sommer sollte man ein wenig lüften da unten. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon längst normale Fenster da drin, die man aufmacht, aber die sind dann ganz offen. Und wenn die ganz offen sind, kann man rein. Und so habe ich immer noch mein Drahtgitter und die Luft kann da unten frei zirkulieren. Das ist der Hintergrund, warum ich immer noch mit diesen Brettern arbeite. Und ihr seht vielleicht manchmal bei alten Bauernhäusern, dass bei alten Bauernhäusern immer noch da Bretter vorgemacht werden. Solange man einen Mutterbodenkeller drin hat, also das nackte Erdreich noch sehen kann und nicht zu betoniert ist, sollte man im Sommer gut lüften. Sonst schimmeln da einem die Wände. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video Spaß gemacht. Ich gehe jetzt mal die Krippe aufbauen und wie gesagt, wie das vonstatten geht, könnt ihr im Video vom letzten Jahr nachschauen. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung. Bis dahin wünsche ich euch was. Habt eine schöne Zeit. Euer Corvus Laborat. Winke, winke.